Zu unserer 10. Folge begrüße ich Sie herzlich aus Erbendorf. Heute möchte ich Ihnen die derzeitige Orgel der Pfarrkirche vorstellen und ein wenig aus der Historie berichten. Gesicherte Quellen zur Orgel gibt es erst Anfang des 19. Jahrhunderts. Welche Instrumente vorher in dem Gotteshaus waren, ist bis heute nicht bekannt. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Kirche immer wieder Opfer der zahlreichen Stadtbrände in Erbendorf wurde. Das letzte Mal brannte die Kirche 1796 bis auf das Mauerwerk ab. Um die verbrannten Einrichtungsgegenstände zu ersetzen, bot die Säkularisation 1802 die Möglichkeit, dass man günstig an kirchliche Ausstattungsgegenstände herankam. So schlugen die Erbendorfer zu und erwarben die beiden Seitenaltäre aus Speinsart und den Hochaltar und das Orgelgehäuse aus der Franziskanerklosterkirche Kemnath. Laut der Erbendorfer Chronik von Josef Höser hatte die Kirche zwei Emporen. Zu dieser Zeit gab es also den heutigen Emporenraum noch nicht. Auf der obersten Empore wurde nun das Gehäuse aus Kemnath, das von Johann Konrad Funsch stammt, aufgestellt. Leider findet sich im Orgelakt der Pfarrei kein Hinweis, ob auch das Spielwerk übernommen wurde. Gesicherte Hinweise zur Orgel gibt es 1884. Georg Friedrich Steinmeier baut sein Opus 262 in das Gehäuse ein. Diese Orgel ist aus historischer Sicht sehr interessant, denn Max Reger hat an diesem Instrument musiziert. Sein Onkel Theodor Roll war Organist und Lehrer in Erbendorf. 1899 erprobte Max Reger an dieser Orgel seine Morgenstern-Fantasie. Die Orgel hatte 21 Register und bei der Traktur handelte es sich um eine mechanische Kegellade. Im Jahre 1914 baute Steinmeier das Opus 1188 in die Kirche ein. Das Instrument hatte nun 28 Register. Die Spiel- und Registertraktur waren pneumatisch. 1923 wurde die Kirche um den heutigen Emporenraum verlängert. Die Orgel wurde nun versetzt auf die heutige Empore. Schließlich werden 1943 von Eduard Hirnschroth an der Orgel Arbeiten durchgeführt. Laut Orgelakt wird ein neuer Spieltisch eingebaut. Erst 30 Jahre später taucht das Thema Orgel im Pfarrarchiv wieder auf. Man beginnt die Planungen für eine neue Orgel.
Domorganist Eberhard Kraus wird als Orgelsachverständiger zu Rate gezogen. Es entsteht eine Disposition für eine Orgel mit knapp 30 Registern. Der damalige Stadtpfarrer Georg Bertelshofer bittet Kraus, die Orgel kleiner zu planen, da man keinen hauptamtlichen Kirchenmusiker mehr habe und die Orgel nicht so groß sein müsse. Damals rechnete man damit, dass es vielleicht auch keinen Kirchenchor mehr geben werde, und so reicht es aus, wenn die Orgel den Volksgesang begleiten kann. Eberhard Kraus legt eine verkleinerte Disposition mit 24 Registern und eine Minimalausstattung mit 18 Registern vor. 1975 wird eine mechanische Schleifladenorgel der Orgelbauanstalt Michael Weise aus Plattling eingeweiht. 18 Register sollen nun einen Kirchenraum für über 600 Besucher füllen. Die damalige Kirchenchorleiterin und heutige Organistin Elisabeth Liedl sowie auch einige Chorsänger, die sich an die Einweihung der neuen Orgel gut erinnern konnten, erzählten, dass sie vom Klang der Orgel enttäuscht, ja fast schon geschockt waren. Man war eben die Klänge der romantischen Steinmeier-Orgel gewöhnt, die vor allem für das Chorsingen viele Klangfarben in unterschiedlichen Lautstärken bot. Es überrascht daher nicht, dass man 1989 versucht hat, die Orgel umzubauen. Es wurden Register umgestellt und um das Oberwerk ein Schwellkasten gebaut. Viel verändert hat dieser Umbau nicht.
Rückblickend kann man zwar bedauern, dass man 1975 die Steinmeier-Orgel entfernt hat. Doch der nicht erfolgreiche Klangumbau 1989 und die viel zu kleine Orgel haben dazu geführt, dass in unserer Pfarrei das Orgelprojekt in Angriff genommen wurde. Mit der künftigen Voith-Konzertsaalorgel werden wieder wunderbare Orgelklänge in das Kirchenschiff zurückkehren.